Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Tales of Symphonia. Ja, liebe Freunde, hier haben wir in der letzten Folge aufgehört. Wir sind quasi in der Anstalt der Desians, dieser Menschenfarm, wie man so schön sagt. Ja, ganz so zwielichtig ist es hier auf jeden Fall, denn hier werden auf jeden Fall Menschenexperimente und so weiter und so fort getan. Und hier am PC können wir kurz was schauen, glaube ich. Nee, das geht nicht. Vielleicht hier. Also hier kann ich ja mich erfrischen. Und obendrauf habe ich ja hier in der letzten Episode zumindest, erinnert ihr euch vielleicht, dass ich ja hier aufgehört habe. Wir waren ja mit unserer Gruppe hier. Gehen wir mal als erstes raus, um zu schauen, was wir hier genau machen sollen. Es gibt nämlich hier mehrere, ja, Stufen des Sicherheitssystems. Wir können quasi zu diesem Superboss nur gelangen, wenn wir zwei Sicherheitssysteme deaktivieren. Und das will ich jetzt mal machen. Priesterhaube gefunden. Alles klar. Nichts Besonderes. Gehen wir mal hier runter. So. Ich muss alles natürlich hier mir anschauen. Weil wenn ich nicht aufpasse, dann kann das schnell in die Hose gehen. Und das will ich nicht. Das ist nicht gut. Was ist hier? Granulat. Schichtleder. Okay. Jetzt schnell wie raus. Oder irgendwie dahin gelangen, sofern das möglich ist. Wenn wir es anhalten, verhindern wir, dass die Gefangenen, zu Monstern werden. Ja, damit verhindern wir, dass die zu Monstern werden. Ich muss gerade ein bisschen wieder schauen. Na gut, machen wir das mal. Abstellvorgang läuft. Die Gefangenen sollen ja nicht zu Monstern werden. So, Abstellvorgang beendet. Gott sei Dank. Und jetzt könnte ich theoretisch wieder hier entlang. Ich weiß nicht genau, wo wir lang gehen müssen. Das heißt, ihr dürft jetzt nicht sauer sein auf mich, wenn ich jetzt diverse Wege nicht ganz kenne. So, hier müssen wir theoretisch entlang. Da hinten müssen wir zumindest entlang. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen werden. Das wird schwierig. Hier sind natürlich überall noch Wachmänner. Ja, wir müssen das Sicherheitssystem deaktivieren. Überlassen wir die Rettung der Gefangenen den anderen. Ach so. Okay. Ja, hier haben wir ja sonst nichts eigentlich. Nicht, dass ich wüsste. Schauen wir nochmal nach. Sorry, Leute, wenn ich ein bisschen doppelt schaue. So, ist jetzt hier was hinten? Nein, okay. Ja, in der Haut von Lloyd ist es nicht immer schön. Alles klar, hier ist, denke ich mal, nichts. Dann können wir theoretisch dann direkt den Weg entlang, oder? Weil die Sicherheit, die waren ja halt normalerweise für die Sicherheitssysteme ja zuständig, aber dem ist scheinbar irgendwie nicht so. Dafür sind die Desians am Start. Genau, den Hexer greifen wir als erstes an. Ja, super. Und jetzt schnell runter hier. Hier gibt es viel, hier gibt es viel. Ja, hier haben wir ja schon mal aufgehört. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Episode zumindest oder an die letzten Episoden. Hier sind wir ja ursprünglich geblieben und die Frau hier hat sich uns auch angeschlossen, die... Wie hieß sie gleich? Seraph oder so, ne? Ich habe ihren Namen vergessen. Sheena, glaube ich, hieß sie, ne? Genau. Schau mal kurz. Genau, Sheena hieß sie und die hat sich quasi, ja, mit uns verbündet, um natürlich gegen die Streitmächte der Desians zu agieren. Ich glaube, was? Ich glaube, wir können es nur hoch, wenn wir es anhalten. Ja, da müssen wir nämlich auch noch hoch. Shit, aber ich weiß nicht, wie wir das anhalten. Irgendein System muss ja hier sein. Gehen wir mal hier lang. Achso, das bringt mir nichts, alles klar. Gibt es hier sonst noch was? Okay. Es gibt eine Einleitung mit dem dem Titel Bedienung, bla bla bla. Möchtest du es lesen? Lesen wir es einfach mal. Bedienung des Transportbandes. Wirtskörper, bla bla bla, abschalten, deaktivieren den Schalter, bla bla bla, Containerraum. Alle 6 Kontrollschalter sollen wir deaktivieren. Okay, um das auszuschalten, aber wie soll ich denn da rüberkommen? Okay, das ist jetzt fragwürdig gerade. Irgendwas habe ich wohl verpasst.
Und ich einfach mal. So, hier fehlt definitiv etwas. Ich mache hier gerade nur blind etwas. Das kann ja nicht sein, ne? So, hier ist auf gar keinen Fall etwas. Hier durch kann ich auch nicht. Nee, da ist auch nichts. Alles klar. Also müssen wir meiner Meinung nach... Was ist das denn hier? Kann ich eigentlich mit dem Mana-Ring hier reinschießen oder so? Nee, geht auch nicht. Komisch. Hier haben wir schon geprüft. Wir können es ja nochmal erfrischen. Sehr schön. Ja, die Erfrischung ist ganz gut. Da brauchen wir nicht zu rasten. Nee, jetzt bin ich ein bisschen gerade auf dem Schlauch. Weil wir müssen etwas deaktivieren. Und ich weiß nicht, wie wir das tun. Hier ist wohl nichts mehr. Denke ich mal. Am besten an jeder Ecke schauen. Drück schon die ganze Zeit hier. Ja, blindes Spiel. So, kann ich das wieder einschalten? Nein, kann ich nicht. Interessanterweise. Hier hinten gibt es auch nichts. Vielleicht kann ich hier zu mir gelangen. Also hier nach unten vielleicht. Eventuell funktioniert das. Nein. Auch nicht. Okay, ganz klar. Also da passiert nichts mehr. Hier hinten? Nein. Belassen wir die Rettung der anderen? Ja, habe ich ja alles verstanden, aber... Was genau muss ich tun? Hier gibt es sonst keinen Weg, das ist der Punkt dabei. Ja, ein bisschen Laufen hin und her gehört wohl auch dazu, scheinbar. Vielleicht kann ich hier rein. Dann da drauf... Aha, das geht tatsächlich. Ich kann hier, wenn ich will, die ganzen Schalter ausschalten. Habe ich gar nicht gesehen. Also auf so eine Idee muss man auch mal kommen, ne? Auf so eine Idee muss man mal kommen. Ganz ehrlich. So, gegen euch will ich jetzt aber gerade nicht kämpfen. Tut mir furchtbar leid. Gut, gegen den kämpfen wir aber noch. Ja, dauert. Es dauert. Deswegen sorry, wenn ihr mal wieder schauen müsst, wie ich die Aufgaben hier bewerkstellige. Na super. So, jetzt hier aber. Das ist eins. Das sind insgesamt sechs. So, nur noch einer. Gott sei Dank, jetzt haben wir es erledigt. Jetzt können wir hoch. Ich glaube, das waren die Sicherheitssysteme, ne? Aber was ist denn, wenn wir davor speichern? Das wäre doch gut. Das wäre ganz sinnvoll hier an dieser Stelle. Nicht, dass ich jetzt hier gleich wieder Probleme habe, dann kann ich gar nichts mehr tun. So, einmal hier unten speichern. Wir haben ja glücklicherweise alles genommen. Da brauchen wir jetzt wohl nichts mehr tun. Ja, das ist die Menschenfarm. Hier werden quasi Menschen zu Monstern entwickelt zum Teil. So, hier ist noch eine Truhe. ERF Gamma Level 2. Können wir normalerweise nutzen. Mache ich das mal gleich hier bei auf unserem... Oh, das geht schon mal nicht. Dann machen wir das bei Kratos. Einen Moment. Sekunde. Der sollte auf jeden Fall eins haben. So, was geben wir ihm denn? TP? Ja, TP wäre gut. Weil damit heilt er immer. So, jetzt rein. Oh. Ein paar Freunde. Die wir eliminieren müssen. Da war gerade wieder so ein, ein Speicherpunkt.
Also hätte ich gar nicht speichern brauchen, aber was soll's? Man will ja immer auf Nummer sicher gehen, deshalb. Na super. Oh, da ist ja noch einer. Gut. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, ich nehme die Herausforderung gerne an. Autsch. So, hier ist sonst nichts mehr, ne? Oder? Ich glaube nicht, aber hier können wir den Speicherpunkt aktivieren. Jawohl. Und jetzt auch nochmal sicherheitshalber speichern. Okay, dann können wir eigentlich los. Wir kommen, Qua. Genau, den Kerl müssen wir eliminieren. Heiliger Bimbam. Es bewegt sich nicht. Wir müssen warten, bis die anderen das Sicherheitssystem deaktiviert haben. Lasst uns loslegen. Genau, wir haben uns nämlich aufgeteilt. Ihr erinnert euch vielleicht. Oh, ich verstehe. Wir müssen dann... Dann speichere ich auch nochmal hier. So. Wir haben keine Zeit dafür. Frau, was tust du hier? Oh, direkt einer, der uns natürlich herausfordern will hier. Hexa, da. Volle Pulle drauf. Boah, die sind stark, ne? Kann das sein? Das mit der Aufteilung? Wir machen jetzt nicht super viel Schaden, das ist das Problem. Ach du meine Güte. Das war nur einer. War nur ein Team, ey. Wenn dann mehrere davon kommen, dann habe ich echt ein Problem. So, hier sollen wir wohl lang. Ich denke, nicht umsonst hat sich die Tür hier geöffnet. Er scheint verschlossen zu sein. Wir müssen nach einem anderen Weg zu suchen. Ja, toll. Nach welchem denn? Von dort sind wir gekommen, ne? Also gehen wir dann unten entlang, oder? Ja, würde ich sagen. Ach du meine Güte. Hier sind jetzt überall Feinde und wir sind hier mal wieder mitten... in der Öffentlichkeit. Ja, hier gibt's nichts. Was für einen Weg soll ich denn suchen? Hier oben lang? Gibt es hier überhaupt einen Weg? Okay. Das heißt, ich muss irgendwo draußen etwas schauen. Hier hinten lang kann ich auch nicht. Der Weg führt raus, ne? Genau. Hier gibt es auch keinen Weg. Na, interessant. Moment mal, das können wir hier beiseite schieben. Was ist... Sekunde, ich habe eine Idee. Wisst ihr welche? Das schieben wir beiseite. Da ist nämlich eine Tür, glaube ich, ne? Da ist eine Tür. So, den Brocken nehme ich auch noch mit. Alles immer schön beiseite. Wir kommen sowieso hinterher, kommen wir es schaffen, wir es bestimmt noch irgendwie rauszukommen. Das ist eine Tür. Aha, habt ihr das gesehen? Da war gerade ein UFO oder was das sein soll. Wir gehen einfach mal rein. Oh. Ich bin's. Don't you guys let up? You ready for this?
You ready for this? So I'll rip you to shreds. Great, come get some. Air blade. No way. Great, you ready for this? No way. Aqua laser. Boah, das kann anstrengend werden. Wir machen nicht so viel Schaden. So, die haben wir aber gerettet, oder? Hoffentlich. Is everyone all right? Who are you? Guardians of the Chosen One. The Chosen has come to rescue you. Now pull yourselves together. Na, die Auserwählten sind gekommen, um euch zu retten. Reißt euch zusammen. By the way, is there anyone here from Palma Costa? I am. Do you know a girl named Chocolat? Ah, yes. She underwent host body testing here. The test decides which ranch she will be taken to. Wahnsinn, ey. Menschenexperimente hier, wieder vom Feinsten. I believe they said she was being taken to Isalia. Nach Isalia bringen. Isalia. I see. Thank you. Now then, let's get out of here. Everyone, follow me. Understood? Oh ja, ich hoffe es doch. Ich hoffe, dieser Weg war jetzt richtig. Ansonsten tut's mir furchtbar leid hier gerade. Können wir eigentlich raus jetzt hier? Wartet mal. Oh, hier sind überall Truhen. Die kann ich eigentlich alle nehmen hier, ne? Die sollten wir öffnen, weil Truhen sind wirklich sehr, sehr nutzvoll. So, da hat sich gerade eine Tür eröffnet und die andere Tür ist zugegangen, interessanterweise. Aber wofür war das? Was ist da überhaupt drin? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir irgendwie im Nachhinein schauen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer. So, hier sind wohl keine Gefangenen mehr, also können wir hier gleich die Fliege rausmachen. Wir gehen vielleicht hier unten lang. Ja. Gehen wir am besten hier hoch und jetzt sind wir, glaube ich, an dem Ort. Genau. So, Kollege, gegen dich kämpfen wir noch nicht. Was ist denn da los? Schütz, ist das Sicherheitssystem? Jetzt geht's los. Na gut, es scheint wohl so. Don't worry, leave it to me. Rabbit. Immer drauf. Die machen bestimmt viel Schaden, kann ich mir zumindest vorstellen. Alter Schwede, habt ihr das gesehen? Item. Apfelgel einmal bitte. Boah, das ist echt übel, nervenaufreibend. Einmal getroffen und wir haben echt einen riesengroßen Nachteil hier. Das ist echt nicht zu spaßen. Komm schon. Ich bin der Einzige scheinbar, der irgendwie Damage macht. Ich weiß auch nicht, wie wir mit... Ja, wie wir mit unserer Rain, also das ist ja eine Lehrerin, die wir hier spielen, wie wir mit ihr auch noch so... Zauberattacken oder so machen können, Magie einsetzen können. Das ist mir gerade auch ein bisschen sehr fremd, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Shit. Ah, wir haben es geschafft. Ja, wir haben taktischen Fehler gemacht, das könnte sein. Das ist es, also los. Tada. Wenn wir jetzt die letzte Taste drücken und die noch übrig ist, können wir Lloyd den Rest überlassen. Ja, das können wir. Das können wir. So, was macht er? Er backt da, glaube ich, drinne gerade. Items, Apfelgel. Nutzen, natürlich. So, das war ja klar wie Kloßbrühe, dass er gegen uns kämpfen will. Immer auf die Hexe, das ist das Erste. Ich glaube, wenn man so taktisch vorangeht, dann kann man gut ja, einteilen. Vor allem auch Damage. Jetzt weiß ich, warum man gerne Lloyd spielt. Sobald man einen Charakter mit diesen Figuren spielt, hat man ehrlich gesagt keine große Motivation, diese Charaktere zu spielen. Die sind zwar von den Storys her richtig geil, muss man einfach sagen, aber sonst gefällt mir Lloyd am besten natürlich. Allein wegen diesem Schwerterstil macht man einfach viel, viel mehr Schaden. No way. Damn. Inferior.
That wasn't too bad. So. Das ist erledigt. So, hier gibt's, denke ich mal, nichts mehr, ne? Wir können hier hoch. Das kann, den Weg kannte ich gar nicht. Doch, jetzt kenne ich den. So, jetzt können wir links entlang. Mist, gegen den wollte ich jetzt nicht kämpfen, also flüchten wir mal. Don't worry. Leave it. We need to run. We need to be more careful next time. So, erstmal herumschauen hier. Hoch können wir theoretisch entlang, aber was ist denn hier oben? Das weiß ich noch nicht. Aha, okay, hier waren wir auch schon. Glücklicherweise. Dann gehen wir mal hier entlang. Hier waren wir, denke ich, auch, ne? Aha. Das ist gut, das ist echt gut. Erwachen haben wir gerade gefunden. So, wir können jetzt rechts entlang und dann runter wieder und dann eventuell da rein gelangen. Ich glaube, das ist nämlich das zweite Sicherheitssystem, dementsprechend auch das letzte Sicherheitssystem, um Leute den Weg zu gewähren. Da ist es. Ich glaube, das ist es. Ja, das muss es sein. You're gonna regret this. Also los. Sorry. Boah, ich sterbe gleich wieder. Machen viel Schaden, ne? Habe ich gemerkt. Und unser ganzes Abwehrgel geht da drauf. Das ist ja Hammer. Naja, da muss ich gleich halt ein bisschen mehr aufpassen, wenn ich gegen diesen Krava oder so kämpfe oder gegen diesen Qua. Na, wird's bald? Na super, weißes Silber haben wir erhalten. Alles klar, das ist es. Jetzt kommen wir wieder zurück. Wir müssen uns bald einen Quas Raum finden. Okay. So. Sehr gut. Es hat sich bewegt. Warte nur, Qua, ich krieg dich. So, einmal kurz speichern. So, liebe Freunde, und wir sehen uns dann auf jeden Fall bei der nächsten Episode von Let's Play Tales of Symphonia. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich bin wirklich gespannt, wie es dann in der nächsten Episode weitergehen wird. Das wird kein leichter Kampf hier. Bis dahin.